7 Tonnen schwer und fast 70 Jahre alt ist dieser Bergwerks-Raubenbohrwagen. Gestern kam er als eines der ersten Exponate vom Zwischenlager zurück ins Bergbaumuseum nach Oesnitz. Und dann langsam mal raus. Hey, warte mal, Sven. Pass auf. Ja? Sitzen hier. Er war von 1955 an im Steinkohlenwerk Martin Hoop in Zwickau in Betrieb und wurde in Salzgitter hergestellt. Die bedeutendsten Bergwerksausrüstungsbetriebe für die Steinkohlenwerke lagen Anfang der 50er Jahre in Westdeutschland. Somit erzählt das Exponat nicht nur Bergbau, sondern auch ein Stück deutsch-deutsche Zeitgeschichte. Wegen seiner Größe und seines Gewichts wurde er bereits jetzt an seinem späteren Standort im Museum aufgestellt. Ein Transport des über 8 Meter langen Geräts durch das fertiggestellte Gebäude wäre später nicht mehr möglich gewesen. Als nächstes werden um den Bohrwagen noch Gebäudestützen errichtet und die Gebäudedecke darüber gebaut. Das Bergbaumuseum soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder eröffnen.